Ja, könnte jetzt eventuell mal. Ach, ja, genau. Dann, wenn man nicht hinguckt, wird natürlich grün. Ist ja klar. Oh, die Kante da ist aber böse. Was? Warte mal. Ah ja, okay. Passt doch. Ich. Oh Leute, ihr habt nichts gemacht. Nö, nichts gemacht. Alles steht noch. Bus funktioniert noch. Also. Ich nix schuld. Was? Wann hatte ich denn einen Unfall? Ich weiß von nix. Tatsächlich nicht. Ach, die fahren mit dem Solobus. Ja, viel Spaß. Komm, vor dir, das schaffe ich noch. Ich habe ja einen C2. Der packt was. Hallo. Hallo. Ja. Okay. 30. Wer hält sich denn schon da drin? Also zumindest, wer hält sich da gerne dran? Und ja, ich fahre heute sehr seltsam und langsam und vorsichtig und ich kann mit dem Bus einfach nicht so gut umgehen. Ich höre übrigens vom Bus gerade genauso gut, genauso viel wie ihr, nämlich überhaupt gar nichts. Es ist halt ein leiser neuer C2. Man kann es nicht ändern. So, ich darf wohl noch ein Stückchen weiter vorne fahren. Ach ja, da vorne. Dann versuche ich da mal halbwegs akkurat anzuhalten. Und passt, passt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ach Mann, die Hilfspfeile, ich hasse das Wort. Hängen immer so mitten im Weg. Lass das. So, ich glaube, wenn man jetzt diesen, es gibt doch irgend so einen anderen noch, so ein Messeshuttle oder was auch immer das ist. Jedenfalls per Chrono-Event. Irgend so ein Festival. Festival-Shuttle oder so. Der hier auch abfährt. Und glaube ich, ne, hier nicht, ne? Oder macht er hier einen Schlenker nach links? Bin mir nicht sicher. So. Wollen wieder Leute mit. Ich finde irgendwie diesen Sound merkwürdig, wenn man von der Bremse runtergeht. Den kenne ich so überhaupt nicht. Nicht erschrecken. Mist, wieder am Bordstein mitgenommen.
Ich sag ja, ich kann mit dem Bus fahren. Richtig gut sogar, wie man ja eindeutig erkennen kann. So, man kann hier aber relativ gemütlich fahren, also ich halte mich im 4-Minuten-Bereich. Hallo. Auch weil die recht wenig Fahrscheine wollen. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Hallo. Tag. Dachchen. Hallo. Guten Tag. Die voll. Och, wer macht denn hier so wenig Sitzplätze fest? Das ist ja mal. Hätte ich mal doch lieber den Citaro Facelift genommen, ey. Weißt du, erste Generation voll bin. Oh. Ich dachte gerade ganz kurz, das kracht. Hat's dann aber freundlicherweise doch nicht. So, er steht hier ein bisschen rum. Ja, steht hier ein bisschen rum. Er könnte mal Gas geben. Danke. Ach komm, die fahren doch eh die Ast raus. Hoffentlich. Solange sie mich nicht reinfahren, ist mir eigentlich egal, wo die rausfahren. Da hängt das Getriebe wieder in einem Gang fest. So, ich muss nach links. Leute, baut doch mal nicht so enge Kreuzungen hier. Da muss ein Gelenkbus lang. Wie man ja offensichtlich erkennen kann. Wenn ich einen Solobus genommen hätte, da hätte ich schon lang verloren. Und ich muss ja sogar so noch Leute stehen lassen. Also, das ist, ich hätte den Capacity nehmen müssen irgendwie. Oder so. Wobei mir der halt ein bisschen überdimensioniert vorkam. Warum genau sind ja echt 30? Nur wegen ein bisschen Häusers und so. Ich soll da aber. Ah ne. Ich dachte gerade, ich soll mitten in der Baustelle halten. So, wie viele können mit? Hallo, guten Tag. Ja, Hallo. immerhin. Besser als niemand. Hoppala. Da habe ich gerade meine Pedale ein bisschen umgerutscht. Was so eigentlich nicht der Plan war. Och nö, Leute. Was sind denn das hier für Ecken? Moment. Also, der Bus wird zwar schon auf dem Bordstein hochgebockt, so von der Physik her, aber wie man sehen kann, bin ich noch nicht ansatzweise auf dem Bordstein drauf. Ich behaupte, dass das einer Bearbeitung bedarf. Nee, eine Überarbeitung bedarf. So rum. Deshalb fahre ich auch die ganze Zeit auf dem Bordstein drauf, ey. Ich wundere mich schon. So kacke fahre ich ja dann doch nicht.
So, kommt mal ran hier. Muss ich noch einen halben Meter vorfahren? Ach so, nee, ist ja voll, ne? Doof. Aber dass so wenig Sitzplätze, Stehplätze hier ausgedingst wurden, ist echt ein bisschen. Ja, festgelegt. Das ist das Wort, was ich die ganze Zeit suche. Dass so wenig Stehplätze festgelegt wurden, ist echt ein bisschen. Meh. Da hätte man ein paar mehr machen können. Was war denn da hinten für ein Pfeil? Was fährt hier? 1417? Ach so, ich komme von da, fahre hier einmal irgendwo um den Block rum und fahre dann wieder. Ah, okay. Das fällt mir zum ersten Mal auf. Aber ich wüsste immer noch gerne, wo ich den Unfall hatte, damit er angezeigt wurde. Ja, dass ihr hier alle reinkommt, glaubt ihr wohl selber nicht, oder? Die Hälfte können wir vielleicht mitnehmen. Ist hier Pfeife mal aufgefallen, dass ganz schön viel los ist und ich deshalb unter anderem spät dran bin? Das nervt mich gerade echt, dass ich so viele Leute stehen lassen muss. Ich würde ja sagen, die können mit den Kollegen fahren, aber die müssten ja theoretisch auch Überfüllung ohne Ende haben. So, warte mal. Ah, jetzt passt's wieder. Sind die jetzt noch aktiv, nachdem ich darauf umgedrückt habe? Ansagen aktiv. Gut, er wird das schon machen. Wenn nicht, kann ich es ja nochmal einstellen. Boah, das ist echt. Also gut, ich fahre hier auch gemütlicher als in Oberstedt, aber. Also wenn hier nicht so viel los ist, dann kann man den Fahrplan noch einhalten. Daran liegt es definitiv nicht. Also ich bin hier schon öfter lang mal lang gefahren und pünktlich war ich meistens. Es sei denn, ich fahre halt im Feierabendverkehr. Was der Fall ist und was eigentlich nicht mal gewollt war, aber ich dachte so, komm ja, Nachmittag, 16:50 Uhr, kannst du ja mal einstellen. Ja, das kam jetzt dabei raus. Dass da Feierabendverkehr ist, das habe ich nicht bedacht. Und ich wette, die Ampel wird nochmal rot, bevor ich da bin. Ja, das war ja klar. Schön. Ganz im Gegensatz zu diesem Auto, das ist irgendwie nicht schön. Ich finde ja Mercedes-Autos hässlich, ganz im Ernst. Also Autos können die echt nicht bauen, zumindest keine schönen. Ach guck mal, da ist eine Dings ohne Dings, also ohne Geld. Ich denke mal, da ist im Normalfall das Geld drin. Sicher bin ich mir nicht, aber es würde halt passen. Nur in Omsi. Keine Ahnung, das müsste man doch eigentlich auch umsetzen können mit Scheinen, oder? Das sollte doch eigentlich gehen. Ah.
Ah, jetzt können wir weiterfahren. Sehr gut. Sind ja nur jetzt 8 Minuten Verspätung. Ist okay. Kann man mal machen. Oh, bremst doch. Also ich stand jetzt gerade übrigens fast voll drauf. Einmal Schüler, Einzelfahrt Kind, 1,70, dann kriegst du das hier zurück. So, und das war's schon wieder mit Fahrgästen, die noch zusteigen können. Um 19 Uhr kommen die dann vielleicht auch weg, wenn die Busse nicht mehr überfüllt sind. Links einordnen, dann mache ich das mal. Oh cool, wir haben eine Baustelle. Eine enge Baustelle. Fahr du mal. Was mache ich denn? Hallo, ich habe ein bisschen gebremst hier. Ja, nicht. Wobei ich dieses riesige Objekt gar nicht mal so schlecht finde. Also ich glaube, es ist ein riesiges Objekt. Diese komplette ganze Kreuzung. Ich finde das gar nicht mal so übel.